Hallo meine Lieben, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute gibt es von mir mal wieder ein Haul-Video. Ja, ich komme gerade aus dem DM, wollte eigentlich nur ein paar Kleinigkeiten kaufen, was zum Naschen ein bisschen. Habe wieder Kosmetiktücher gebraucht und auch meine Erdbeermasken. Und ja, ich habe dann aber die neuen Unlimited Editions von Catrice, Essence, ja, Manhattan und so weiter entdeckt und musste natürlich da ein bisschen rumschauen. Habe auch wieder ein paar schöne Sachen gefunden. Und ja, ich möchte euch jetzt einfach zeigen, was ich gekauft habe. Den Kassenzettel habe ich auch wieder aufbewahrt, damit ich euch dann die genauen Preise nennen kann, und ich würde sagen, wir beginnen jetzt einfach mal. Ja, anfangen möchte ich gerne mit diesen Kosmetiktüchern hier von Ebelin. Ich brauche ja immer Kosmetiktücher, finde ich super wichtig, zum Entfernen von Masken zum Beispiel, bevor ich sie dann einfach vom Gesicht wasche. Und ja, das sind jetzt 150 Stück mit drin und die haben gekostet 65 Cent. Ja, dann habe ich mir natürlich wieder meine Erdbeermaske nachgekauft von Schabens, gleich dreimal, damit ich die wieder da habe. Das langt mir dann für 6 Anwendungen, also das ist wirklich meine allerliebste Maske, die habe ich immer zu Hause. Und da kostet eine Packung 65 Cent, das heißt, ich habe für die ganzen hier zusammen 1,95 bezahlt. Ja, dann habe ich mir wieder eine Mundspülung nachgekauft. Ich habe jetzt diesmal lange überlegt, ob ich mir Listerine wieder nachholen soll oder die Sensitive Intensivschutzmundspülung von Dontodent. Und ja, ich habe mir dann die von Dontodent gekauft, weil sie einfach ein Drittel kostet im Gegensatz zu Listerine. Also die kostet 1,15. Listerine liegt ja knapp bei 4 Euro oder 3 noch was. Also da finde ich die vom Preis wirklich sehr, sehr gut. Und ja, deswegen habe ich sie mal wieder mitgenommen. Ich hatte die euch ja schon im letzten Aufgebraucht-Video gezeigt und meine Listerine-Mundspülung ist jetzt gerade am Leerwerden und ich brauche das eben immer da. Deswegen habe ich mir die einfach wieder geholt. Ja, also ich finde Listerine besser, das auf jeden Fall. Ich habe noch keine Mundspülung gefunden, die Listerine toppen konnte, aber die finde ich auch okay. Ja, dann habe ich mir ein bisschen was zum Naschen geholt, wie gesagt. Da mag ich momentan total gerne die Apfel- und die Bananenchips von Alnatura. Das ist ja die DM-Eigenmarke. Und ja, da habe ich mir 2 Packungen von den Apfelchips hier gekauft. Die mag ich super, super gerne. Und auch der Simba, also der klaut die mir immer, wenn ich die esse, riecht er das irgendwie, kommt her und ja, steckt seinen Kopf da in die Packung und klaut sich welche. Und ja, die sind auch einfach nur aus Apfel, da ist nichts mit drin, einfach Bio-Äpfel getrocknet. Mehr steht bei den Zutaten auch nicht mit drin. Ich finde die super, super lecker und ja, da das nur Apfel ist, kann der Simba das auch ab und zu mal knabbern. Und ja, ich mag die einfach sehr gerne. Deswegen auch 2 Packungen mal wieder und kosten tun die 1,75. Ja, dann habe ich mir noch die Bananenchips gekauft. Die mag ich zurzeit auch super, super gerne. Ich nasche lieber sowas irgendwie in letzter Zeit, wo ich weiß, dass da nicht so viel, ja, also Zucker und so drin ist. Ich mag momentan nicht so gern Schokolade und Gummibärchen. Okay, hier ist jetzt auch Honig und Rohrzucker mit drin, aber ja, es sind trotzdem noch getrocknete Bananenstückchen, also noch ein bisschen was Gesundes. Und auch die Äpfel knabber ich zurzeit sehr, sehr gerne und die hier kosten 95 Cent. Ja, dann habe ich mir natürlich auch wieder Kosmetik gekauft. Ich mache damit jetzt mal schnell weiter. Ich trage auch alle Produkte heute bis auf 1. Ich habe mich jetzt gerade auch damit extra geschminkt. Also ich war ungeschminkt einkaufen. Ich bin eigentlich meistens ungeschminkt hier unterwegs, weil ich einfach keinen Bock habe, mich für DM und, keine Ahnung, Edeka zum Einkaufen zu schminken. Und ja, deswegen habe ich mich jetzt gleich mit den Produkten geschminkt, damit ihr das mal sehen könnt. Und zwar habe ich mir 3 Sachen von der Manhattan Pastel Pretties Limited Edition mitgenommen. Zweimal so wunderschöne Kajalstifte. Einmal in der Farbe 02 Love Me Lavender und einmal in der Farbe 03 Heart of Grass. Und ja, sind sehr, sehr schön von der Qualität, super weich. Also als ich die im Laden geswatcht habe, war ich sowieso schon mal hin und weg von der Textur. Die Farben sind auch super hübsch. Ich habe mich dann noch ein bisschen bei P2 umgeschaut, ob ich sowas Ähnliches finde. Aber ja, ich habe so tolle Farben nicht irgendwo anders finden können. Das ist einmal der Lavenderton und das ist einmal dieses Grasgrün bzw. Blau eigentlich eher. Mehr so ein Türkis, finde ich. Und ja, die waren relativ teuer, deswegen habe ich mich einfach nochmal, wie gesagt, umgeschaut. Konnte aber nichts finden, was den hier entsprochen hat, vor allem auch von der Qualität. Also super schöne weiche Kajalstifte. Ich habe den ja, Grasgrünen hier unter der Wimpernkranz jetzt aufgetragen. Da könnt ihr das ein bisschen sehen. Ihr findet ja immer mein komplettes Face of the Day in der Infobox, wenn euch das interessiert. Aber den habe ich heute für euch aufgetragen. Super, super schöne Kajalstifte. Kosten 3,15 Euro. Das finde ich schon wirklich sehr teuer für Manhattan. Aber ja, sind trotzdem nicht
Ja, sind trotzdem eigentlich noch ein guter Preis für das Produkt. Deswegen habe ich die genommen. Der ist ebenfalls aus der Pastel Pretties Limited Edition. Und das ist jetzt die Farbe 03 Hibiscus. Ich trage ihn auch heute. Also der hat mich irgendwie von Anfang an am meisten angesprochen. Es gab insgesamt 4 verschiedene Farben. Der sieht zwar jetzt richtig knallig und Barbie-rosa irgendwie aus, aber so richtig knallig, wie er hier in der Verpackung ist, kommt auf den Wangen gar nicht rüber. Ich habe ihn heute auch aufgetragen, damit ihr das sehen könnt. Also wirklich ein sehr schöner, dezenter Ton. Toll für den Frühling oder Sommer. Im Sommer müsst ihr einfach ein bisschen schichten, damit er auch ein bisschen knalliger rauskommt. Aber so finde ich ihn wirklich wunderschön. Der hat eine tolle Textur. Erinnert mich auch ein bisschen an die MAC Cream Blend Blushes, muss ich sagen. Als ich da jetzt mit dem Pinsel rein bin, das ist auch eher so ein Cream to Powder Blush, würde ich mal sagen. Und der ist sehr, sehr hübsch, finde ich. Der hat jetzt gekostet 3,85 €. Ja, dann habe ich mir noch einen neuen Lippenstift gekauft von Catrice und zwar einen aus der Candy Shop Limited Edition. Das ist die Farbe 1002 Sugar Shock und das ist so ein Lip Balm Stick. Also sowas habe ich auch schon da von Avon und ich dachte, der wäre so ähnlich. Ist auch wirklich sehr, sehr schön eigentlich, sehr schön pflegend. Ich trage ihn auch heute, man sieht ihn kaum, also ist wirklich sehr dezent. Hier in der Mitte habt ihr den Farbkern und außenrum dann eben diesen pflegenden Labello bzw. einfach pflegenden Lippenbalsam. Dann, ich kann euch den mal swatchen, also der ist wirklich super dezent. Da könnt ihr die Farbe sehen, ich habe ihn auch heute drauf. Ich finde ihn eigentlich recht angenehm, also man merkt auf jeden Fall, dass er pflegt. Ich finde, von der Farbe könnte er noch ein bisschen knalliger sein, so wie der von Avon zum Beispiel. Das finde ich ganz klasse, wenn ihr so eine richtig schöne Knallfarbe habt und dann auch noch diesen Pflegeeffekt. Es gab davon auch noch einen helleren Ton, so einen Nude-Ton und das war schon eine dunklere. Also ihr seht, es ist wirklich sehr, sehr dezent, aber so für jeden Tag ist es eigentlich ganz okay. Deswegen wollte ich ihn auch noch mitnehmen und gekostet hat der 3,95 €. Ja, und dann habe ich noch 3 Pflegeprodukte, dann haben wir es auch schon, ist also wieder ein kleinerer DM-Haul. Da habe ich hier einmal nachgekauft, mein Anti-Pickel-Gel von Valea, das hatte ich schon mal, da habe ich euch schon mal in einem Aufgebraucht-Video gezeigt und erzählt, dass ich ihn toll finde. Ich habe hier ja immer sehr, sehr trockene Haut und da ich da immer Shea-Butter drauf schmier am Abend, damit das nicht so trocken ist, habe ich jetzt hier irgendwie einen Pickel bekommen von der Shea-Butter. Finde ich natürlich irgendwie doof, weil da fühlt man sich ein bisschen hilflos, was man da jetzt irgendwie machen soll. Zu fettig ist auch nicht gut wegen dem Pickel und ja, deswegen habe ich mir das geholt. Das ist toll zum punktuellen Auftrag einfach. Kostet nur 1,85 € und ich finde es wirklich super gut. Ja, und dann habe ich mir noch von Alverde so ein Sport-Fuß- und Beingel geholt. Das ist so ein kühlendes Gel. Ich habe ab und zu nach dem Zumba oder auch ja, nach der Arbeit einfach ein bisschen Fußschmerzen. Ich weiß auch nicht, woher das kommt. Und da finde ich so kühlende Gels immer sehr, sehr cool. Ich habe auch schon kühlende Bodylotions da. Aber ich wollte das nochmal in so einer kleinen, handlicheren Verpackung haben. Und das war auch runtergesetzt auf 1,45 €. Deswegen habe ich das auch mal mitgenommen. Ich finde es vom Duft wirklich ganz gut. Da ist Nana-Minze und Rosskastanie mit drin, also es riecht sehr, sehr frisch und ja, gefällt mir vom Duft auf jeden Fall gut, deswegen habe ich es mal mitgenommen zum Testen. Ja, und zum Schluss habe ich dann das hier noch geholt. Das ist so ein Aftershave-Pflegegel. Sensitive, ideal für sensible Hautpartien von Balea. Das habe ich mal bei Innen und Außen auf dem Blog gesehen. Also ihr kennt das ja sicherlich, wenn ihr euch rasiert an den Beinen zum Beispiel und dann so kleine rote Pünktchen habt oder ein bisschen, ja, die Haut sich einfach rötet nach dem Rasieren, wenn ihr da sehr empfindlich seid. Und deswegen wollte ich das mal ausprobieren. Das mildert rasurbedingte Hautrötungen und wirkt halt eben der Bildung von diesen kleinen Rasierpickelchen entgegen. Da sind jetzt 100 ml mit drin, aber ich denke, das reicht wirklich lange, weil ihr das auch nicht komplett auf die ganzen Beine schmiert zum Beispiel, sondern wirklich nur da, wo ihr ein bisschen Rötungen normalerweise bekommt. Und das hat gekostet 2,95 €. Ist natürlich ein bisschen teuer für diese Mini-Größe, aber ich bin sehr gespannt auf die Wirkung. Wenn es was bringt, dann ist es den Preis auf jeden Fall wert. Und ja, ihr Lieben, das war jetzt mein DM-Haul. Ich hoffe natürlich sehr, dass mein Video euch gefallen hat. Ich bedanke mich sehr fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!